Und von der Flora schwimmen wir nun hinüber zu einer Werft in Harburg. Hier spezialisierte sich ein Verein mit dem Namen Jugend in Arbeit Hamburg auf die Restaurierung historischer Schiffe. Ein recht romantischer Job, dem der seit 1983 bestehende Verein versucht, als Beschäftigungsträger für Langzeitarbeitslose und junge Erwachsene gemeinnützig nachzugehen. Doch Jugend in Arbeit Hamburg e.V., der zeitlich befristete Arbeitsangebote, Berufsvorbereitungs- und Ausbildungsgänge vor allem im gewerblich-technischen Bereich anbietet, musste vorläufig Insolvenz anmelden. Warum? Aus einem altbekannten Grund: finanzielle Kürzungen. Der Verein steht vor dem Aus. Christopher Dies weiß Genaueres. Vor knapp einem Jahr berichteten wir bereits über den Beschäftigungsträger Jugend in Arbeit e.V. Der Werftbetrieb, der hauptsächlich historische Schiffe restauriert, steht kurz vor dem Aus. Kürzungen des Bundes im Bereich der 1-Euro-Jobs sind dafür verantwortlich. Bislang konnte der Verein die dadurch entstandenen fehlenden Gelder ausgleichen. Jährlich entstand ein Minus von bis zu 300.000 Euro. Bei uns ist das über einige Zeit aus den Rücklagen finanziert worden. Jetzt ist aber absehbar, dass wir im Laufe dieses Jahres alle Rücklagen aufgebraucht haben und so ist Insolvenz beantragt worden. Das heißt, wir stehen nicht vor der Insolvenz, sondern Insolvenz ist beantragt worden, ein vorläufiger Insolvenzverwalter ist bestellt worden. Der Werftbetrieb benötigt etwa 401 Euro-Jobber sowie die Finanzierung des Bundes. Dann könnten die monatlichen Kosten von etwa 150.000 Euro gedeckt werden. Derzeit können nur circa die Hälfte beschäftigt werden. Man hat die arbeitsmarktpolitischen Rahmenbedingungen so verändert, dass man die Maßnahmen für diese sogenannten 1-Euro-Jobber zurückfährt. Damit werden die Zuweisungen an die Beschäftigungsträger natürlich auch entsprechend gekürzt. Jugend in Arbeit verfolgt das Ziel, Langzeitarbeitslose und junge Erwachsene wieder in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Und das möglichst schnell. Es läuft so ab, dass wir feststellen, wo ist der Bedarf da, wo müssen die Mitarbeiter geschult werden. Dann gehen unsere Mitarbeiter raus vor Ort, gehen zu den Firmen, versuchen Praktikaplätze zu kriegen. Und das Highlight soll nachher sein, dass sie einen Arbeitsplatz bekommen bei der Firma, wo das Praktikum absolviert worden ist. Zudem beschäftigt der Verein rund 50 Auszubildende. Finanzielle Unterstützung des Bundes ist gerade deshalb notwendig. Nur so kann Jugend in Arbeit zu Tischlern, Elektrikern und vor allem Bootsbauern ausbilden. Für die Azubis würde das bedeuten, dass sie ihren Ausbildungsplatz verlieren, ganz eindeutig. Und unsere Bestrebungen und Bemühungen sind natürlich, dass wir versuchen, die Auszubildenden in anderen Betrieben, in anderen Beschäftigungsträgern unterzubringen, sodass sie ihren Ausbildungsabschluss machen können. Aber wenn Sie bedenken, dass wir ja auch hier zum Beispiel Bootsbauer ausbilden, die haben hier keine Möglichkeit, in Hamburg einen solchen Ausbildungsplatz zu bekommen. Sollte aus dem Vorläufigen ein endgültiges Insolvenzverfahren werden, ist der Beschäftigungsträger Jugend in Arbeit kaum noch zu retten. Es bedarf der dringenden Unterstützung aus der Politik. Mit der Hamburger Arbeit haben wir zusammen einen Sanierungsplan, ein Sanierungskonzept erarbeitet. Und da bedingt es natürlich, dass die Politik in Hamburg sagt, jawohl, das, was die beiden Institutionen Hamburger Arbeit und Jugend in Arbeit entwickelt haben als Zukunftskonzept, das ist tragfähig, da stehen wir zu, das Geld kann fließen. Hamburg braucht Vereine wie Jugend in Arbeit. Sie helfen sozial Schwachen und Berufsaussteigern, wieder in den Arbeitsmarkt integriert zu werden. Dabei leisten sie für sich und die Nachwelt sichtbare Arbeit. Der historische Schiffsbau sorgt für den Erhalt des maritimen Erbes Hamburgs. Sollte sich in den nächsten Wochen keine Lösung für das finanzielle Problem finden, heißt es Land unter für Jugend in Arbeit.